Genau. Wenn wir da einschlösen, genau. Ich will euch was erzählen, weißt du? Das ist eine Info für euch, weißt du? Das geht ganz schnell. Ich will euch auch direkt sagen, worum es geht. Ich hatte heute ein bisschen nachgedacht und ich dachte mal, gut, ich mache das einfach direkt raus, so frei aus dem Bauch raus. Ich nicht großartig da überlege, wie man das sagt, oder weißt du? Nicht lange um das Freimrede, das mache ich nämlich gar nicht gern. Ich will direkt, dass man weiß, wie der Hass läuft, einfach direkt rausgeschossen, wie aus der Pistole, weißt du? Ich war schon immer eher so der direkte Kerl, weißt du? Ich muss einfach direkt sagen, wie der Hass läuft, raus mit der Sprache. Ich habe auch mit dem Kollegen Schwester gemeint, muss ich euch noch erzählen, ich. Da habe ich noch gesagt, hey Herbert, komm her, ich muss später meinen Zuschauer was erzählen, ich. Und er hat gemeint, ja, mach das mal gerade mal. Da habe ich gesagt, Herbert, hör mal zu, Herbert, ich erzähle das dann direkt, ich. Und dann hat er gemeint, ja, mach das mal. Und deswegen bin ich jetzt hier, ich will euch da direkt, ich will euch gleich sagen, wieder, ich will euch gleich sagen, wo der Hass den Pfeffer gelegt hat. Und direkt einfach mit der Sprache ausrücke. Ich bin nicht so der Typ dafür, wisch, zum lange drum rumreden oder sowas. Mir brennt sowas auch auf der Seele, ich will das dann direkt auslassen und einfach direkt raus. Das ist eigentlich auch ein ziemlich wichtiges Thema für euch, weil das betrifft euch halt direkt nicht. Ihr seid ja direkt involviert, wenn man das so will. Also das tangiert euch dann nicht mal peripher, sondern doch ziemlich stark. Das ist die Information, die ist wichtig. Sonst könnt ihr damit auch nichts anfangen, wenn ich schon nicht, ohne große Umschweife, ohne lang drum herum zu reden. Ich mache einfach mal direkt der heiße Brei auf. Ich will den gar nicht länger aufwärmen. Folgende Information: Das Video ist jetzt gleich zu Ende, gell? Vielen Dank, Kinderlein, vielen Dank. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.